Ja, willkommen zurück zu Minecraft bzw. Skyblock 2.1. Ja, und das Ganze in frischer, neuer Optik, wie man sieht. Und vorweg muss ich gleich ein bisschen was erklären. Nämlich, in der letzten Aufnahme ist mir leider ein Missgeschick passiert, was ich erst zu spät gemerkt habe. Nämlich, durch ein Kommentierungsverfahren ist mir die ganze Audiospur sozusagen abgehauen. Und ich habe dann nicht wirklich wieder einen Weg gefunden, das gerade zu biegen. Deswegen habe ich mir gedacht, ach komm, schmeiß die alte Aufnahme weg und mach gleich eine frische. Nämlich nach Episode 6 wäre noch eine Folge gekommen, Nummer 7. Und da habe ich mir gedacht, ach Gott, in der 15 Minuten verpasst man auch nicht mehr so viel. Und soweit habe ich da auch, glaube ich, nicht mehr so viel gemacht. Und ja, deswegen starte ich jetzt gleich nochmal neu durch. Und ich hoffe, euch gefällt die Optik. Ich habe jetzt das Texturenpack geändert. Ich habe vorhin Flows HD gehabt, das was mir gut gefallen hat. Aber bei Flows ist der Cobblestone nicht wirklich optisch toll, muss ich jetzt sagen. Deswegen habe ich jetzt auf John Smith gewechselt. Ist ein 32er Texturenpack und mir gefällt da der Cobble gleich schon viel besser. Und das Ganze inklusive Optifine und den Shader Mod von Sonic, was jetzt inzwischen schon viele Let's Player verwenden, kann man auch nicht verübeln, denn das macht schon optisch viel her. Die ganze Welt wirkt optischer, freundlicher, heller und ja, lässt sich besser herzeigen, ist was Schönes fürs Auge, aber das Ganze hat leider einen unschönen Fleck. Das zeige ich jetzt gleich mal, nämlich beim Abbauen. Die feinen Rillen, wie man sieht, verfärben sich leicht. Ich werde da aus Google auch nicht schlau, was das sein kann. Aber was ich gesehen habe, das haben viele, und das kann natürlich auch unter anderem sein, dass das die Grafikkarte ist. Nämlich der Mod, der zieht ganz nett an der Leistung. Da braucht man schon was Gutes, damit man den performen kann. Denn nämlich ist Minecraft nicht wirklich ausgelegt auf solche Sachen. Minecraft ist ein einfaches Game ohne teure Hardware und der zieht einfach an der Performance der Mod. Aber mich stört das nicht sonderlich, dass das ein bisschen verfärbt. Und für diese Optik nehme ich das einfach in Kauf. Ich hoffe, euch gefällt es dennoch. Und auch, wie man hört, habe ich mir ein neues Headset geleistet. Und ich finde schon, dass man da einen Unterschied hört. Da habe ich einen Batzen Geld für hingelegt, dass ich was Anständiges habe. Und ja, jetzt starten wir einfach wieder neu, beziehungsweise ich. Und wenn ich mich recht erinnere, habe ich in der letzten Aufnahme erwähnt, dass mein Ziel sein wird, das nächste Ziel, eine Behausung und die Monsterfalle. Aber ich habe mir da etwas anderes ausgedacht, nämlich will ich jetzt als nächstes so bald wie möglich in den Nether, und zwar für den zweiten Wasserkübel, um endlich mal die Wasserquelle zu haben. Und habe ich mir da auch gedacht, das dann optisch zu nutzen. Und zwar vielleicht da vorne. Ups, ups, ui, ui, ui. Skelett! Brauche ich ein Schwert. Und zwar das auch optisch zu nutzen, vielleicht einen Brunnen anlegen und so. Denn auch, wie ich zu Anfangs erwähnt habe, will ich auch, dass die Welt und das Let's Play auch optisch was hermacht. Das soll ja nicht alles einfach auf so einer Ebene irgendwie langweilig gerade gebaut werden. Gerade, dass man sein Ziel erfüllt und irgendwas aufnimmt. Sondern es soll auch optisch was machen. Jetzt brauche ich erstmal ein Schwert. Holz. Holz, Holz. Jetzt muss ich mir erstmal an das neue Texturenpack gewöhnen. Brauche erstmal Sticks. Wie gesagt, zum ganz neuen Zeugs würde mich freuen, wenn ich da ein bisschen ein Review von euch bekommen würde. Wie gefällt's euch? Achso, ist das Texturenpack in Ordnung? Ich werde auch natürlich im Laufe des Let's Plays weitere Texturenpacks ausprobieren. Ich habe mir da unter anderem schon DokuCraft ausprobiert, das macht auch was her. Wobei ich aber sagen muss, ich werde mich weigern, Honeyball zu verwenden. Denn das benutze ich schon Großteil der Let's Player und ja, muss ich nicht auch noch verwenden. So, jetzt die Skelette besiegen. Skelett! Oh. Ist nicht dein Ernst. Kommst du her? Das ist unsympathisch. Das gefällt mir nicht. Ich hätte da eigentlich ausgeleuchtet. Und jetzt stehen die genau unterm Baum und verbrennen nicht. Ja. Und die Melone ist gewachsen. Ja! Melone! Das ist so. Yes! Zack, zack.
gleich mal hinter die Kiemen schmeißen. Was? Das gibt aber sehr wenig an Nahrung. Das ist nicht cool. Soll ich mir eins zurückhalten? Ja, ich behalte mir jetzt eins mal. Ich setze den zweiten gleich wieder ein. Achso, das bleibt ja, genau. Ja. Und zwar das Obsidian-Tor werde ich, glaube ich, in die Richtung machen. Damit sich das ein bisschen verläuft und nicht alles in einer Richtung ist. Ich glaube, das ist eine gute Idee. So. Erstmal das hier ein bisschen ausbauen. Damit man da nicht so leicht runterfliegt. So. Und die Farm, ja, brauche ich vorerst nicht größer. Ich glaube, ich habe hier noch einen Kürbis. Kürbissamen. Wofür man eigentlich den Kürbis braucht, ist mir schleierhaft. Ja, habe ich noch. Dann werde ich den auch einsetzen. Damit er nicht so sinnlos rumliegt. Und ich habe auch keine Szene für den Bogen. Also das ist jetzt echt... Ja. Das Wort spreche ich jetzt nicht aus. Da will er auch nicht rüberkommen. Irgendwie weglocken. Ne. Ach, das sieht schon doll aus, wenn die Sonne untergeht mit dem Schatten. Das macht schon was her. Aber jetzt lasse ich die erstmal da. Und baue jetzt einfach in die andere Richtung. So. Verzeiht mir bitte den einen oder anderen Räusper. Aus irgendeinem Grund bin ich ein bisschen schleimisch. Obwohl eigentlich Hochsommer ist. Hat hier richtig unsympathische 40 Grad. Und Gott sei Dank ist mein Raum ein bisschen kühler. Von dem her ist es angenehm ein bisschen. Und ich schwitze ja nicht im Sitzen. Der Schnee, der stört mich auch. So, also. Ich sollte hier vielleicht ausleuchten. Um da auch nochmal auf die Optik jetzt zurückzukommen. Ich benutze jetzt auch inzwischen ein anderes Renderverfahren. Also ich mache es mir jetzt nicht mehr so leicht wie vorhin. Einfach Fraps aufnehmen, Camtasia rein rendern. Sondern ich benutze jetzt halt auch die Dekodierungsprogramme, dass ich noch aussprechen kann. Für solche Sachen. Und das macht dann optisch einiges mehr her. Also mit der Probeaufnahme. Ich habe viele Probeaufnahmen gemacht. Deswegen hat es jetzt auch lang gedauert. Also ich glaube, ich habe jetzt eine Woche lang nichts mehr raufgeladen und nichts mehr reingestellt zum Schauen. Denn ich habe einiges rumprobiert, weil ich einfach gedacht habe, jetzt wartest mal und dafür was Anständiges. Denn man ist ja auch ein Unterhalter als Let's Player und die Leute kommen ja nur zur Unterhaltung, wenn man auch was Anständiges bringt. Und ich finde jetzt schon, dass es jetzt einiges besser ist. Und ja, ich hoffe auch, ich bekomme das jetzt mit dieser Aufnahme gebacken und verscheiße nicht wieder irgendwas. Aber ich glaube nicht. Also ich glaube, das würde jetzt auf jeden Fall was. Und natürlich hoffe ich auch, dass es euch gefällt. Ach, oh ne. Ist doch nicht dein Ernst jetzt, oder? Ich habe hier alles ausgeleuchtet. Da muss ich wohl unter dem Baum auch Fackeln setzen. Ne, Michael Jackson? Au! Und tschüss. Ai, 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 ai. Nur noch ein halbes Herz. Toll. Und nichts zu mampfen. Ja, gut. Also solange die da drüben bleiben, sollen sie mir ja egal sein. Und mir fällt gerade ein, ich habe schon wieder die Playlist vergessen. So viel Gedöns im Kopf, nur das Wichtigste. Das kommt nicht. Wer kennt's nicht? Alles Mögliche weiß man, aber erinnert man sich dran, aber das, was man soll,
Daran erinnert man sich nicht. Aber versprochen, nächste Aufnahme ist die Playlist mit dabei. Man sieht, nachts ist das nicht so mit dem Parfum. Das scheint eigentlich wirklich so zu sein, als würde es durch die Schattierung, durch die Sonne, was da kommt, durch die Schattierung und dadurch, dass die Animation dann nochmal extra eine Schattierung braucht, scheint es dann wirklich so, als wäre die Grafikkarte ein bisschen überfordert damit. Und da ist auch was geplant, also eine neue Grafikkarte demnächst mal. Ich habe jetzt schon eigentlich eine gute, mehr als gute zur Information, ich habe eine Zotac GeForce GTX 560 und zwar die überdaktete Version davon, nur mal so als Vergleich. Weil sie denkt, ich will das auch haben. Aber man muss sagen, jegliche Spiele, egal ob das Battlefield 3, Crysis oder sonstiges ist, spiele ich mit Ultra-Auflösung ohne irgendeinen Ruck. Aber wie ich schon vielmals gelesen habe und auch schon gesagt habe, der Shadow Mod, der zieht unglaublich an der Performance, so wie Minecraft selbst auch, das glaubt man gar nicht. Das kleine Blöckchen-Game hier. Aber ich werde auch andere Texturen-Bugs ausprobieren im Laufe des Let's Plays. Mal schauen, ob es da dann besser geht. Aber ich glaub's nicht. Natürlich bin ich auch hierfür für Vorschläge offen, was ihr an Texturen-Bugs wollt, was euch gefällt, was ihr sehen wollt, probiere ich natürlich alles aus. Und der Cobblestone-Generator, ich habe ihn so vermisst. Cobble, Cobble. Melone, kann ich. Bleib mir ja fern. Bleib mir ja fern. Der. Oh, Mann. Hey. Das Schwert ist jetzt in die ewigen Jagdgründe gefallen. Oder? Ja. Natürlich. Habe ich jetzt. Ja. Die Axt auch. Ah ne, ja. Aber die Axt ist weg. Die Axt ist futsch. Vielleicht sollte ich hier oben auch noch ein bisschen ausbauen. Ich weiß es nicht. So. Axt. Für die Melone. Ich sollte das vielleicht so machen. So. Dass alles seine Ordnung hat. So, Melone. Hatte ich eigentlich die Ho dabei? Ja, ich glaube, die hatte ich dabei. Die ist jetzt. Ach, futsch. Futsch, futsch. Dabei. Ja, hatte ich dabei. Aber das macht nichts. Da mache ich einfach ein Holzding. Ach, das ist ja der Dirt. Ah. Das neue Texturpack verwirrt mich noch ein bisschen. Aber ich finde, es sieht gut aus. Also, es gefällt mir gut. Nochmal zur Erinnerung: ist John Smith, 32er Texturpack. Verlangt nicht viel ab. Und gibt meiner Meinung nach schon was her. Jetzt ja eigentlich soll ich noch einen Kopf setzen. So. Wow. Und tschüss. Ist da jetzt noch was schon nutzt? Möchte ich das jetzt gleich aus. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Scheiße, Mann. Komm rüber, ja. Komm, komm. Explodier! Oh, Mann. Creeper, Creeper, Creeper. Der Liebling aller Minecraft-Spieler. Dass der auch keinen Mucks nicht macht. Unglaublich.
glaube, das dürfte jetzt. Drunter dürfte eh nichts spawnen.